Ja, dann damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kirby Superstar. Heute mit... Ja, weißt du meinen Namen noch? Nee, du solltest dich schon selber vorstellen. Ach, ich darf mich selbst vorstellen, das ist ja Ja, gütig. das... Ja, wer bin ich eigentlich? Nee, ich bin Trax oder je nachdem, wie man es Englisch aussprechen möchte, Trax024. Mache auch Let's Plays und ich helfe heute dem Emiro ein bisschen. Wir wollen heute in den Milky Way Wishes so ein bisschen Chaos stiften. Dann frage ich dich wie alle anderen auch. Kennst du's? Nein. Das ist sehr gut. Das wäre auch zu einfach, wenn ich das kennen würde. Dann gibt es keinen bisher, der sein Spiel kannte. Und Ja gut, das denke ich mal, das Spielprinzip, das hat man verstanden. Moment, wo war's? Wir fangen nicht mit dem Spiel selber an, sondern Aha. mit dem kleinen Geheimnis. Aha. Es gibt hier noch einen Planeten, den man eigentlich nicht schaffen muss. Ach, das heißt, wir fliegen jetzt durchs Weltall und machen alle Planeten kaputt. Nicht direkt kaputt. Wir befreien sie, damit sie uns helfen. Aha. Okay, dann machen wir sie nicht kaputt, sondern befreien sie. Ach, das war mal eine kurze Welt. Ja. Ach. So. Das ist auch, wie man unten rechts sieht, die einzige namenlose Welt. Das heißt, die gehört nicht wirklich dazu. Stimmt, das ist nur ein Fragezeichen. Und man hat es eben gesehen. Die Besonderheit in diesem Spiel? Ach. Ja. Wir klauen den Gegnern keine Fähigkeiten. Das ist aber unpraktisch. Nee, wir kriegen die Fähigkeiten hierüber. Ach so. Und können dann im Menü durchwählen. Ach so. Also diese Fähigkeit haben wir jetzt für immer. Okay. Und über, ich glaube, L und R wechseln wir. Also musst du sozusagen erstmal Fähigkeiten finden. Richtig. So, womit möchtest du anfangen? Oh, dann kann ich mich auf die Farbe legen. Ja, was sieht denn gut aus? Das da unten sieht gut aus, das, was da so brennt und vor sich Das hin hier. brutzelt, genau. Gut. Und rufen tue ich dich auch. So. Ach, ich kann schon irgendwas, cool. TAC. Gut, und welche Ja. Taste war das jetzt? Also es gibt eine Taste, mit der kannst du durchwechseln. Bin ich ein Räuber jetzt oder wie? Ich sehe so ein. Was kann ich denn? Kann ich auch irgendwas machen? Du kannst Fähigkeiten klauen. Ach so. Ah. Ah, ich sehe schon. Hier ist So ungefähr, warte. alles ganz schön warm. Zack. Dann, ach. Aber ich glaube, ich folge dir jetzt einfach mal. So unauffällig. So, warte mal, wie ging das? Hier. Nein. Ich glaube, das mit dem Feuerlevel war keine gute Idee. Nein, war's nicht. Oh Gott. Nein! Fängt gut an. Oh ja. So, dann du erstmal. Ich bin ja wieder hier der Räuber. Aber ich kann ja sowieso nicht allzu viel machen. Du glitscht gerade wieder. Nein, ich glitche nicht. Das ist ein Feature des Spiels. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, warum das ein Glitch sein sollte. Weil du da hängst und nichts machst? Naja, Oder? was soll ich jetzt auch ins Feuer fliegen? Es reicht auch, wenn du ins Feuer fliegst. Ja, aber wenn du reinfliegst, verlieren wir nicht. Oh Gott. Ah ja, ich sehe schon. Warum ist hier auch so viel Feuer? Wo rennst denn du jetzt hin? Ach In die so. Lava. Ah, verstehe. Hier kriegen wir nämlich die erste Fähigkeit. Hättest du die jetzt nicht klauen können? Nee, wir müssen ja diese Trophäen sammeln. Ach so, das geht nur so. Okay. Und jetzt haben wir ihn auch noch. Wie praktisch. Feuer mit Feuer bekämpfen. Hier ist wirklich überall Feuer. Was erwartest du denn in einer Feuerwelt? Ah, mal kein Feuer. Hey, Doch. okay. Achso. Nice. Ich kann nicht bremsen.
Nein. Ich kann mich aber teleportieren, ja, und dann ist hier wieder Lava. Hallo. Bye. Ach, da bin ich. Da komme ich angeflogen. Na. Ich sehe schon, ich teleportiere mich immer ungünstig. Warte einfach. Oh. Halt, wo müssen wir? Dahin? In den Wagen. Da hinten war doch auch noch ein Wagen. Ja, aber der fährt nach links. Und hier. Rein. Boah. Okay. Wir müssen da oben irgendwie rein. Wie kommt man da hin? Okay, so kommt man nicht dahin. Warte. So nicht. Ich will da rein. Braucht man da eine Fähigkeit für irgendeine spezielle? Eigentlich ist da oben eine drin. Okay, die lassen wir aus. Und rufe ich dich erstmal? Ah. Nö. Okay. Das war nix. Ah. Es ist wirklich leicht, hier gegen zu fliegen. Das Dumme ist, wenn man hier kann man nicht so gut hinterher fliegen, wenn du in diesem ollen Wagen sitzt. Ja, es ist leicht dagegen zu fliegen, das habe ich auch schon gemerkt. Also, ich bin froh, wenn wir hier durch sind. Oh ja. Es war ein sehr schönes Einstiegslevel. Nein. Ideal zum Warmwerden. Aha. Was ein Wortwitz. Ja, ich weiß. Der musste sein. Oh mein Gott, das wird immer mehr. Ey, das ist ja... Oh, toll, hier werde ich auch noch verletzt. Mit den ollen Stacheln. Au. Aber da ist noch ein Leben. Und da ist eine Tomate. Na egal. Zu spät. Hol dir lieber das Gemüse. Das ist freundlich. Ach. Boah. Oh, das ist. Das ist schon interessant jetzt. Nein. Kirby. Nein. Okay, der ist auch gerade gegen eine Übermacht. Und dann auch alleine. So. Jetzt wehre ich mich. Sind alle Level hier so interessant? Ich weiß nicht, ob die anderen auch so werden. Zack. Ey, da war ein extra Leben, na gut. Und eine Tomate. Da oben auch da. Achso, da ist auch eins. Also davon kriegen wir hier genug, keine Sorge. Oh. Ich muss ja nicht mal was drücken. Er schießt. Nee, manche sind automatisch. Herrlich. Da will ich hin. Ich hatte doch eigentlich. Ach. Ah, man darf hier wirklich nirgendwo hin springen. Und Boss? Yep. Ah, gut. Aber wahrscheinlich auch wieder jede Menge Lava. Ah. Nein, natürlich keine Lava. Ich schummel mal ein bisschen, ne? Hä? Hat er uns gerade beide gefressen? Ja. Ich komm nicht so hoch. Oh, natürlich, wenn ich springe, macht er hier so ein. Okay, da darf ich ihn also nicht berühren. Bis ich weiß, was ich hier machen darf und was nicht, da hat er mich schon jetzt getötet. Ich hab Angst. Ich sehe ihn nicht. Na doch, ich sehe ihn schon. Also er hat Umrisse. Die Umrisse kannst du sehen auf dem Bildschirm. Der flackert immer bin so ein bisschen. So blind? Ja, der flackert ein bisschen. Man sieht ihn eindeutig. Jetzt hat er da oben seine Zunge. Ah, das Dumme ist, ich habe nur kein Leben mehr und bin jetzt tot. Na egal. Brühen. Na. Naja. Wobei. Ah. Das geht nicht. Du entkommst mir. Na, vielleicht entkommst du mir doch. Verdammt. Ich glaube, er entkommt mir. Ah, verdammt. So. Dann mache ich mir nochmal Munition. Ach so, das ist natürlich sehr praktisch. Das ist gerade jetzt, wo wir noch nicht so viele Fähigkeiten haben, ganz gut.
Das Zepter mit dem Traumbrunnen. Was macht das bitte hier? Ich hab keine Ahnung. Hä?